In diesem Video erläutere ich die wichtigsten Bestandteile einer Klasse in C++. Und wer von Ihnen schon Java gelernt hat, wird sicherlich das ein oder andere Element wiedererkennen. Aber es gibt auch ein paar echte Überraschungen. So gibt es zum Beispiel zusätzlich zu den Konstruktoren auch Destruktoren. Und wer wissen will, was das ist, sollte auf jeden Fall dieses Video schauen. Zunächst einmal nochmal die Definition. Also eine Klasse ist ein benutzerdefinierter Datentyp und der beschreibt die Schablone zur Erstellung von Objekten. Und eine Klasse hat folgende Bestandteile, natürlich einen Namen und es gibt eine Anzahl von Datenmember, also die Attribute. Das kennen wir im Grunde auch schon aus der Programmiersprache C. Da gab es die Strukturen, die Structs, strukturierte Datentypen, die hatten Namen und eben verschiedene Felder, also Datenmember. Bei der Klasse kommen dann noch Funktionsmember dazu, also Operationen, die mit den Daten durchgeführt werden können. Diese Funktionsmember bezeichnet man oft auch als Schnittstelle der Klasse, zumindest wenn sie öffentlich sind. Und es gibt verschiedene Zugriffsebenen, Private, Protected oder Public, die sehr den Zugriffsebenen von Java ähneln. Die Definition funktioniert ähnlich wie Strukturen. Ja, und wir sehen, wenn wir das mit Java vergleichen, so eine Java-Klasse enthält diese Elemente, die gerade genannt wurden, im Grunde auch. Wie ist denn so eine Klasse aufgebaut? Hier links haben wir so ein Beispiel, das ist die Klasse Punkt, Class Point. Und innerhalb der Klasse können Zugriffsmodifikatoren definiert werden. Wenn wir Private Doppelpunkt schreiben, kommt der Bereich der privaten Member. Bei Protected Doppelpunkt der Bereich der geschützten Member und bei Public voll von dem Doppelpunkt danach kommt der Bereich der öffentlichen Member. Im Gegensatz zu Java schreiben wir diese Modifikatoren nicht an jedes Attribut und jede Methode dran, sondern wir definieren einmal, hier beginnt der Bereich der privaten, geschützten oder öffentlichen Member, Doppelpunkt und dann werden die entsprechenden Member aufgelistet. Alle Bereiche sind optional und wenn ich den Modifikator weglasse, sind die Member standardmäßig private. Das ist übrigens der Unterschied zu Structs in C. Bei Struct sind die Member standardmäßig public, bei Klassen sind die standardmäßig private, wenn ich nichts dahin schreibe. Und wie gesagt, das gibt es in Java auch. Es gibt auch diese Modifikatoren, die sind so ein bisschen anders. In Java benötigt jedes Element explizit die Angabe eines Modifikators. Und in Java gibt es noch die Erweiterung, dass Protected auch den Zugriff durch Klassen im selben Paket zulässt. In C++ gibt es diese Pakete nicht, deswegen ist die Bedeutung von Protected in C++ dann noch mal ein bisschen anders. Und beim Weglassen eines Modifikators in Java war das Ganze dann Package Private, also für Klassen im selben Paket sichtbar, aber das gibt es in C++ nicht, da es eben dort keine Pakete gibt. Ah genau, und es gibt noch ein Detail, nämlich am Ende der Klassen kommt in C++ ein Semikolon. Das ist in Java nicht so. Lässt man das weg, hat man einen Syntaxfehler. Okay, in C und auch in C++ haben wir ja eine Trennung von Header-Dateien und Implementierungsdateien. Deswegen schreibt man in der Regel die Klassendefinition in eine Header-Datei und die tatsächliche Implementierung dann in eine CPP-Datei. Aber werfen wir erstmal einen Blick auf die Klassendefinition. Wir haben also hier oben den Klassennamen Rectangle, gefolgt von dem Schlüsselwort Class. Dann kommt ein öffentlicher Bereich und hier haben wir zwei Konstruktoren zur Erzeugung von Objekten. Dann kommen hier verschiedene Funktionsmember. In diesem Fall sind das Getter und Setter, um eben Werte zu lesen und zu schreiben. Und dann haben wir hier unten im Bereich Protected, also einen geschützten Bereich, da sind dann die Datenmember drin. Und weil es Protected ist, erben auch untergeordnete Klassen diese Attribute. Der Zugriff auf Datenmember von Objekten funktioniert ähnlich wie bei Struct. Also wenn ich so einen lokalen Typ habe, dann benutze ich einfach den Punkt. Bei einem Zeiger benutze ich den Pfeiloperator. Wie gesagt, ähnlich zu Struct. Eine Klasse ist auch im Grunde nur eine Variante einer Struktur. Deswegen ist hier auch die Syntax entsprechend ähnlich. Modifikatoren schränken den Zugriff von außen ein. Ja. Das heißt, wenn ich etwas als private deklariert habe oder protected, dann kann ich von außen nicht darauf zugreifen. Ja? Schauen wir uns mal so einen Zugriff an. Wir haben also hier eine Testklasse. Ja? Wir legen hier ein Objekt Test an und setzen jetzt
mit Public war ein Attribut auf 5. Das ist auch, das ist deswegen kann ich das so machen, weil Test liegt auf dem Stack. Ich greife also über den Punkt auf das Attribut zu. Das Attribut ist öffentlich, das heißt, ich kann es auch von außen ändern. Anderes Beispiel, hier legen wir mal ein Objekt auf den Heap an, mit New, also mit einer dynamischen Speicherverwaltung. Und weil ich jetzt hier einen Zeiger zurückbekomme, erfolgt der Zugriff auch durch den Pfeil. Die Alternative wäre Stern P-Test in Klammern und Punkt. Der Pfeil ist eine Kurzform davon. Okay, machen wir mal eine kleine Coding-Session. Also, wir legen uns vielleicht mal eine neue C++-Kasse an und wie nennen wir die? Die könnten wir zum Beispiel mal, vielleicht nennen wir die Vektor 3D. Ne? Also ein dreidimensionaler Vektor und der wird jetzt aktuell noch hinzugefügt, das dauert einen kleinen Moment. Und jetzt habe ich also hier einen öffentlichen Konstruktor und definiere mir zumindest mal so ein paar Attribute. Also meinetwegen die X-Komponente, die Y-Komponente und die Z-Komponente. Wie wir später noch sehen werden, gilt in C++, die gibt es so eine Konvention, dass wenn ich einen Member habe, schreibe ich n Unterstrich statt einfach nur den Namen eines Attributs. Und dadurch lassen sich Member und lokale Variablen gut voneinander unterscheiden. Okay, ich kann also jetzt, ich habe das jetzt definiert und jetzt kann ich mir diese Header-Datei auch entsprechend einbinden und mir einen Vektor entsprechend anlegen. Ich muss mal gerade gucken, der hat ein kleines D. So, ja. Also jetzt habe ich mir so ein Vektorobjekt angelegt. Das scheint auch zu bauen, das ist gut. Und ich habe also hier verschiedene Attribute und die kann ich jetzt entsprechend auch setzen. Ja, also machen wir das mal. Ich sage, der Vektor hat folgende Komponenten und ich darf die entsprechend setzen. Ist also alles ganz gut. Das geht aber nur, und das ist eigentlich eher der Standard, das nicht zu machen, das geht nur, wenn die public sind. Wenn ich sie jetzt auf private setze, auf private Sichtbarkeit, dann ist das entsprechend nicht mehr möglich. Ja, dann kriege ich auch hier eine Compiler-Meldung. MX is a private member of Vector3D, also kann ich nicht direkt darauf zugreifen. Ja, das geht also wirklich nur, wenn die public sind, kann ich von außen auf das Objekt entsprechend zugreifen. Hier nochmal die andere Variante, dass ich das Ding auf dem Heap anlege, also mit New, dynamische Speicherverwaltung, dann muss ich es am Ende auch löschen. Dann funktioniert aber auch der Zugriff mit dem Punkt nicht mehr, sondern ich nehme entsprechend einen Pfeil. So, das ist dann die Konvention, bei Zeigern benutze ich einen Pfeil, bei normalen lokalen Variablen oder meinetwegen globalen Variablen benutze ich einen Punkt. Die Alternative zu dem Pfeil, auch kurz, um das zu verdeutlichen, ist, dass ich das Teil dereferenziere und dann mit dem Punkt darauf zugreife. Das darf ich auch. Und dann habe ich im Grunde eine Referenz von dem Objekt auf der Hand. Das ist aber relativ ungünstig. Ne? Also ich würde dann hier tatsächlich entsprechend den Pfeil benutzen. Also wir können auf diese Art auf Datenmember zugreifen, müssen allerdings die Regeln der Sichtbarkeit beachten. Objekte sind konkrete Ausprägungen von Klassen, ja? Also Instanzen von Klassen. Die Klasse ist die Schablone und das Objekt ist dann das tatsächliche speicherverbrauchende Konstrukt, mit dem ich arbeiten kann, das einen Zustand hat. Zu dem Objekt kann ich Nachrichten schicken, es kann Dinge tun und so weiter. Ja? Die Klasse ist nur die Schablone, das Objekt ist die Instanz selber. Wenn ich so ein Objekt erzeuge, und das ist nicht anders als in Java, muss ich einen Konstruktor aufrufen und wird der Speicher eines Objekts freigegeben, und das ist die Änderung oder der Unterschied zwischen Java und C++, wird zuvor ein Destruktor aufgerufen. Ja, das schauen wir uns auch nochmal im Detail an, was das bedeutet, aber das ist so der essentielle Unterschied zwischen C++ und Java. Okay, kurzer Exkurs zur Namenskonvention. Also, in der Regel benennt man die Dateien genauso wie die Klassen. Im Gegensatz zu Java ist es allerdings nicht Pflicht. Wenn ich jetzt eine Klasse Rectangle habe, dann bietet es sich an, die Header-Datei rectangle.h und die CPP-Datei rectangle.cpp zu nennen. Aber das ist nicht unbedingt Pflicht. Das ist also keine strikte Regel.
Was sich allerdings als gute Konvention etabliert hat, ist, dass man sagt, Klassennamen werden groß geschrieben, also große Anfangsbuchstaben, dann klein, Camel Case weiter, Objekt- und Variablennamen in der Regel in Kleinbuchstaben und Datenmenge, Member, also Attribute, sollten mit einem Präfix M-Unterstrich für Member beginnen. Wie gesagt, das sind Konventionen, aber die haben sich als sehr sinnvoll erwiesen. Bezeichner sollten sie grundsätzlich in Englisch schreiben, wie sie sowieso Code grundsätzlich auf Englisch schreiben sollten. Einfach, weil wir heutzutage in der IT in erster Linie in internationalen Teams arbeiten und da hat sich Englisch einfach als Standardsprache durchgesetzt. Wer noch mehr über die Konvention lernen möchte, da unten ist noch so eine URL, die können Sie sich mal anschauen. Das sind so ein paar Designprinzipien genannt und insbesondere auch die Kunst des Benennens von Dingen im Code. Okay, wir haben über Datenmember gesprochen, also über Variablen, beziehungsweise Attribute, die Objekten zugeordnet sind. Es gibt aber auch Funktionsmember oder sogenannte Methoden. Das kann man durchaus synonym benutzen. Funktionsmember sind Funktionen, die zu einem Objekt oder zu einer Klasse gehören und die haben uneingeschränkten Zugriff auf alle Attribute der Klasse. Befindet sich ein Funktionsmember oder eine Methode im öffentlichen Bereich, ist die also public, kann ich von überall darauf zugreifen und das bildet dann die öffentliche Schnittstelle der Klasse. Also das ist die Schnittstelle, an die ein anderes Objekt, mit der ein anderes Objekt kommuniziert oder an die ein anderes Objekt Nachrichten schickt. Funktionsmember kann ich genauso wie normale Funktionen überladen, da gibt es keinen Unterschied. Ich kann also eine zweite Funktion schreiben, die den gleichen Namen hat, aber eine andere Parameterliste. Und ich definiere Funktionsmember in der Regel in der Source-Datei, es sei denn, es ist eine Inline-Funktion oder ein Inline-Funktionsmember, dann direkt in der Klassendefinition. Das ist dann sinnvoll, wenn ich ganz triviale Getter und Setter habe, die also im Grunde nur ein Attribut zurückliefern oder den Wert eines Attributs ändern. Aber sonst gehören die Definition der Methoden oder Funktionsmember in die Source-Datei. Okay, also hier haben wir so ein Beispiel. Hier haben wir Funktionsmember definiert und direkt implementiert als Inline-Funktion. Bietet sich hier auch einfach an, weil wir haben hier so ein Getter für das Attribut x und das gibt einfach einem x zurück. Also kann ich es hier direkt implementieren und der Compiler macht dann eine Inline-Funktion raus und ersetzt bei Verwendung diesen Funktionsaufruf durch das Attribut mx. Das lässt sich also sehr gut optimieren. Und hier unten haben wir einen zweiten Funktionsmember, der wird hier nur deklariert, print if in rectangle, der kriegt so ein paar Parameter. Das ist also der Standardfall. Wir deklarieren hier ein Funktionsmember. Da oben haben wir so eine Inline-Funktionsmember Getter und da haben wir den Setter. Und die Implementierung von solchen regulären Funktionsmembern erfolgt dann nicht in der Header-Datei, sondern in der CPP-Datei. Und zwar als getrennte Implementierung. Und die sieht aus wie eine Funktion mit dem Unterschied, dass vor dem Funktionsnamen noch der Klassenname mit zwei Doppelpunkten kommt. Und wenn man sich das mal konkret anguckt, werden also eben die Header-Datei vom Point.h, da haben wir diese print if in rectangle-Funktion deklariert und jetzt wird die hier in der CPP-Datei, also in der Source-Datei, implementiert. Ja, und hier sehen wir, damit das keine normale globale Funktion ist, sondern ein Funktionsmember, schreiben wir hier point Doppelpunkt Doppelpunkt davor. Und dadurch ist das jetzt ein Funktionsmember und hat eben auch vollen Zugriff auf alle Datenmember, ne? Also auf mx und my in diesem Fall. Das heißt, hier haben wir jetzt wirklich die Implementierung der Funktion der Klasse. Der Zugriff erfolgt genauso wie bei Datenmembern, nämlich durch Punkt oder Pfeil. Habe ich einen Stack-Typ, dann Punkt, habe ich einen Zeiger, dann Pfeil. Und dann, weil es sich eben um einen Funktionsaufruf handelt, kommen dahinter dann noch entsprechend die Parameter. Also hier ein Beispiel, dass diese Point-Klasse benutzt, die ich eben gezeigt habe. Wir legen also hier ein Objekt an Point und jetzt rufen wir den Setter auf. Set, der setzt jetzt mal zwei
Werte 5 und 6. Und hier wird die Funktion printif in rectangle aufgerufen mit weiteren Parametern. Also das, hier habe ich so einen Typ, der auf dem Stack liegt, oder wenn das jetzt so ein globaler Typ wäre, dann könnte ich mit einem Punkt drauf zugreifen. Wenn ich den Punkt aber über den Heap anlege, also mit dynamischer Speicherverwaltung, mit NewPoint, dann kriege ich also einen Zeiger zurück und da greife ich dann über den Pfeil drauf zu und rufe dann darüber die Methoden oder Funktionsmember auf. Und wie gesagt, am Ende muss man den Speicher dann genau freigeben. Wir hatten mal über Default-Werte gesprochen bei den Funktionsmembern. Die gibt es bei den Funktionen, die gibt es bei den Funktionsmembern ganz genauso. Die können also wie reguläre Funktionen Default-Werte besitzen. Diese werden aber auch nur in der Header-Datei festgelegt. Ja, also nehmen wir mal an, wir haben hier so einen Setter, der hat ja beide Werte gesetzt und da setze ich jetzt zwei Default-Werte x gleich 0, y gleich 0. Das heißt, ich kann diese Set-Methode auch ohne Parameter aufrufen und dann werden mx und my entsprechend auf 0 gesetzt. Ein wichtiges Schlüsselwort bei Funktionsmembern ist const. Wir kennen const ja schon als Deklaration für unveränderliche Variablen. Folgt das nach einer Funktionssignatur, also nach einem Funktionsmember, dann wird damit erklärt, dass eine Methode eine Instanz nicht ändert, dass also die Methode, die da aufgerufen wurde, kein Objektattribut verändert. Und das verhindert vor allen Dingen versehentliche Änderungen am Objekt und ist insbesondere bei Gettern sinnvoll. Das ist mal so ein Beispiel. Wir haben also hier ein Getter, getX, und hinter die Parameterliste schreiben wir jetzt const, ja, also dieses beiden Schlüsselwort. Und damit wird nach außen hin gezeigt, wir greifen jetzt hier nicht auf dieser Getter hier, ändert kein Attribut der Klasse. Ja, das ist einfach etwas, der arbeitet mit den Daten, gibt die vielleicht zurück, aber der Zustand der Klasse wird entsprechend nicht geändert. Okay, probieren wir nochmal den Zugriff auf Funktionsmember aus. So, also wir haben diese Vektor3D-Klasse und jetzt hätten wir gerne mal zusätzlich ein paar Funktionsmember. Die können wir können jetzt beispielsweise Getter und Setter definieren. Machen wir das mal getX. GetX liefert mx zurück, das Attribut, und weil das Objekt nicht ändert, kriegt das hier ein const. Ja? Dann definieren wir das also für x, y und z. So. Und was wir natürlich auch noch brauchen, ist ein Setter. Da machen wir jetzt mal einen, der alles setzt. Mal so. In der Regel sollte man schon für alle, ja, obwohl vielleicht mal was anders. Wir definieren jetzt hier tatsächlich mal einzelne Setter für die einzelnen Komponenten. So, set x, set y, set z. Das haben wir jetzt gemacht. Und das sind jetzt natürlich Funktionsmember, die ändern das Objekt, die ändern hier offensichtlich ein Attribut, da kann ich jetzt kein Const hinterschreiben. Ja, wenn ich das mache, kriege ich entsprechend auch Ärger. Ne? Der Compiler, das macht er nicht mit, hier muss ich das Const entsprechend weglassen. Und was wir vielleicht noch machen können, wir definieren noch einen Setter mit x, y und z, der soll einfach alle Werte ändern. Ja? Jetzt kann ich die entweder nochmal setzen oder die anderen Methoden entsprechend aufrufen. Und vielleicht machen wir hier einfach mal zu Übungszwecken dann noch die Default-Parameter hin. Also kann ich das Ganze entsprechend auch aufrufen mit ohne Parameter. Okay, und jetzt haben wir hier unseren Funktionsmember. Wir machen jetzt das, was bei der Objektorientierung fast immer sinnvoll ist, nämlich die Attribute private. Der direkte Zugriff sollte darauf nicht möglich sein. Dadurch kriegt man hier natürlich einen Compilerfehler. Und statt jetzt eben die Attribute händisch zu setzen, rufe ich jetzt hier entsprechend den Setter auf. Zx2, zy1. Und z setzen wir mal auf 3.
Okay, und weil wir einen Zeiger hatten, dann eben mit dem Pfeil, wenn das jetzt ein Objekt auf dem Stack ist, dann würde man hier stattdessen einen Punkt benutzen. Und nochmal zur Verdeutlichung, ich kann Set also hier auch ohne Parameter aufrufen, denn das hat eben drei Default-Parameter. Okay, oder ich gehe eben hin und setze dann entsprechende Werte. Nochmal ganz kurz zu dem Const. Ja, wir haben ja hier das Const hinter so einem Getter geschrieben und das kann ich jetzt hier rein implementierungsmäßig auch einfach weglassen. Ja, das erlaubt die das erlaubt der Compiler natürlich. Ich kann das Const eigentlich immer weglassen. Das hat aber einen Nachteil. Wenn ich jetzt hier diesen Vektor habe und ich rufe einen Getter auf, ne, dann ist das kein Problem. Das kann ich machen. Wenn ich den aber als Const, ich will jetzt einen unveränderlichen Vektor generieren, ja. Ah, wir hatten jetzt schon mal, wir nennen jetzt mal V2. Ich will also jetzt hier einen unveränderlichen Vektor 3D erzeugen, deswegen schreibe ich dann Const davor. Dann kann ich diesen Getter nicht aufrufen, denn der sagt, dieser Getter könnte potenziell ein Attribut von Vektor 3D ändern, aber Vektor 3D ist Const. Deswegen gehe ich bei solchen Methoden, die Attribute nicht ändern, hin und mache einen Const dahinter. Ja. Und dann erlaubt mir der Compiler entsprechend dieses getX aufzurufen, denn er weiß, das ist eine konstante Methode, die ändert das Objekt nicht, verstößt also auch nicht gegen das Const-Schlüsselwort, das ich hier oben hatte. Ja, und das ist so einer der Gründe, warum man hier das Const verwendet bei Funktionsmembern. Eine Sache noch, die wird sehr oft falsch verstanden. Ich darf durchaus, schreibe jetzt hier mal so eine Testfunktion, do something Vektor 3D, das ist jetzt einfach mal ein anderer Vektor. Private bedeutet, ich darf nur darauf zugreifen von Objekten desselben Typs. Also ich darf durchaus jetzt hier in dieser Methode beispielsweise direkt auf das Attribut mx eines anderen Vektors zugreifen. Das ist erlaubt. Moment, das ist Vektor 3D. Das ist erlaubt, weil das ist zwar private, aber ich bin ja selber ein Vektor 3D, also darf ich auch auf das mx zugreifen. Ja, das wird oft falsch verstanden. Oft wird das so gedacht, dass private bedeutet nur mein Objekt darf darauf zugreifen, das ist aber nicht der Fall. Es darf nur der Typ Vektor 3D entsprechend direkt auf private Attribute und Methoden zugreifen. Ist ja auch sinnvoll, wenn ich das innerhalb meines eigenen Typs mache, weiß ich auch genau, was ich tue und kenne die interne Implementierung. Ja. Nur eben von außen ist das nicht möglich und im Falle von Private dürfte auch eine abgeleitete Klasse oder ein abgeleitetes Objekt nicht darauf zugreifen. Okay, wir machen eine kleine Übung, eine kleine analytische Sache. Was ist hier falsch? Denken Sie mal in Ruhe drüber nach, stoppen Sie mal das Video und überlegen Sie sich dann, was hier falsch sein könnte. In wenigen Videosekunden gibt es dann die Auflösung. Okay, also es gibt hier zwei Fehler. Das eine ist der Zugriff auf private Member. Wir haben hier also hier oben ein Private, hier sind zwei Attribute deklariert und hier im Hauptprogramm wird direkt darauf zugegriffen. Das ist definitiv nicht erlaubt, das ist der eine Fehler. Und es gibt noch einen zweiten Fehler. Wir haben also hier eine Methode get y plus 1, die ist als Const deklariert, ändert aber ein Attribut und das darf eine solche Methode nicht tun. Ja, steht ein Const dahinter, muss der Zustand des Objekts, das heißt die Attribute, müssen unverändert bleiben. Genauso wie wir Operatoren für Funktionen überladen können, kann man auch Operatoren als Funktionsmember überladen, und zwar genauso wie man das mit normalen Funktionen auch gemacht hat. Der Unterschied ist, die eigene Instanz wird nicht als Parameter übergeben. Was den Vorteil hat, dass die als Bestandteil der Klasse hat man natürlich Zugriff auf private Datenmember. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir haben hier so eine Klasse Point, das hatten wir bei den Funktionen, hatten wir das ebenfalls.
Und wir deklarieren jetzt hier zunächst einmal drei Operatoren, ja, eine Addition, eine Subtraktion und diesen unären Minusoperator, mit dem ich aus dem positiven Punkt einen negativen Punkt mache. Ja, also nehmen wir mal an, wir haben einen Punkt, der hat die Koordinaten 2 und 5, dann soll das Minus da minus 2 und minus 5 draus machen. Okay, also das ist die Header-Datei und so ist das Ganze dann implementiert. Das sind Funktionsmember, deswegen muss die Klasse davor stehen. Ja, jetzt steht also Point, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Es gibt einen Point zurück, es kriegt einen Parameter und was man hier eben sieht, bei der Addition, bei den Funktionen hatten wir zwei Parameter, hier haben wir nur einen, denn der erste Parameter davon ist die Instanz selber. Deswegen können wir auch hier direkt auf mx zugreifen und addieren den anderen mx-Wert von dem Objekt other. Ja. Wir dürfen auch direkt auf private Datenmember zugreifen, weil wir eben auch vom Typ point sind. Ja, und da unten haben wir den unären Minus-Operator, der kriegt gar keinen Parameter, denn der hat nur einen Operanden, ja, dieser Operator, und das sind wir selber, das ist unsere Instanz. Wir erstellen also ein Ergebnis, das genauso aussieht wie unsere Member-Variablen, nur mit jeweils invertierten Vorzeichen und geben dieses Ergebnis dann entsprechend zurück. Ja, und dann kann ich damit arbeiten. Ja, ich kann mir einen Punkt anlegen, ich kann einen Punkt, das ist ein Konstruktor aufruf, da kommen wir auch später nochmal im Detail zu. Ich kann Punkte addieren, ich kann die subtrahieren, ich kann mir das Inverse von einem Punkt zurückgeben und das dann hier entsprechend ausgeben. Ja, das ist nochmal ein Stück komfortabler als die Structs und natürlich halt hier diese entsprechende Ausgabe. Wir haben es gerade schon gesehen, es gibt Konstruktoren, das ist also genauso wie in Java. Konstruktoren sind Funktionen zur Initialisierung von Objekten. Die Syntax ist der Klassenname gefolgt von einer Parameterliste und die können wie reguläre Funktionen überladen werden. Das heißt, ich kann mehrere Konstruktoren definieren, die unterschiedliche Parameterlisten haben. Und die kann ich auch inline, also direkt in der Header-Datei, implementieren oder separat definieren. Und das kennen wir auch aus Java, ein Konstruktor mit leerer Parameterliste nennt man den Standardkonstruktor und der Vergleich zu Java, das gibt es in Java auch. Also, hier im Beispiel eine Rectangle-Klasse, die benutzt jetzt zwei Punkte, die hat also unten links und oben rechts einen jeweiligen Punkt gegeben und die hat einen Standardkonstruktor ohne irgendwelche Parameter, der setzt einfach die beiden Punkte auf 0,0. Dann gibt es einen zweiten Konstruktor, der ist jetzt hier nicht inline implementiert, sondern in der CPP-Datei. Der kriegt auch zwei Punkte und setzt die hier entsprechend MPT1 und MPT2. Das ist aber in der CPP-Datei dann implementiert. Und dann gibt es einen dritten Konstruktor, der bekommt vier Parameter, nämlich die einzelnen Komponenten der Punkte und setzt die dann entsprechend. Ja. Und hier habe ich dann einen extern implementierten Konstruktor. Konstruktoren werden bei der Deklaration von lokalen Objekten im Stack oder bei der dynamischen Allokierung im New-Operator über den Heap aufgerufen. Und hier unten haben wir direkt mal ein Beispiel. Wir haben also so einen Punkt P1. Da wird der Standardkonstruktor aufgerufen. Ganz wichtig, der Aufruf des Standardkonstruktors kommt keine Klammern, das ist also keine leere Parameterliste, sondern man lässt sie komplett weg. Und hier unten haben wir einen zweiten Fall, da wird also ein individueller Konstruktor mit zwei Parametern aufgerufen. Und da unten haben wir das Ganze mit der dynamischen Allokierung auf dem Heap. Da wird also mit New Point der Standardkonstruktor aufgerufen und mit New Point und zwei Parametern dann dieser individuelle Konstruktor. Ja. Wie gesagt, bei leeren Parameterlisten müssen die Klammern weggelassen werden. Schreibt man die hin, kriegt man einen Compilerfehler. Bei den Konstruktoren gibt es eine Besonderheit, nämlich die Initialisierungslisten. Statt die Werte dann im Konstruktor zu setzen, also im Rumpf, können sogenannte Initialisierungslisten verwendet werden. Die machen einerseits den Code kürzer, und andererseits gibt es gewisse Dinge, die ich damit nur initialisieren kann. Das sieht dann so aus, Klassenname, Parameterliste, dann kommt der Doppelpunkt und der Doppelpunkt leitet eine Initialisierungsliste ein
dann kommen hier die Datenmenge Member und in Klammern immer die Werte, die ich entsprechend zuordnen möchte. Ja? Also einerseits, man hat eine verkürzte Schreibweise, man kann konstante Datenmember setzen. Ich kann ja auch Attribute auf const, also auf unveränderlich setzen mit dem const Schlüsselwort und die muss ich dann in der Initialisierungsliste setzen. Und ich kann auch Konstruktoren von Klassenobjekten aufrufen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es keinen Standardkonstruktor gibt, zum Beispiel in einer möglichen Oberklasse oder bei den Attributen, die ich in meiner Klasse definiert habe. Genau. Der Aufruf von Konstruktoren von Oberklassen, diesen Aufruf schauen wir uns aber später an. Also hier haben wir so ein Beispiel, eine Rectangle-Klasse, die hat eine Farbe, die ist konstant, ja, unveränderlich. Das Attribut wird also einmal gesetzt bei der Konstruktion und darf dann nicht mehr geändert werden. Und dann haben wir hier zwei Punkte, PT1, PT2, für unten links und oben rechts. Und wir haben hier verschiedene Konstruktoren. Der eine setzt die Farbe nur, beziehungsweise ist auch mit einem Default-Parameter. Das heißt, man kann den auch ohne Parameter aufrufen. Dann haben wir einen Konstruktor, der die zwei Punkte setzt und die Farbe. Und wir haben einen dritten Konstruktor, der setzt die Komponenten der Punkte und die Farbe, wobei die Farbe immer standardmäßig auf Black gesetzt wird. Ja? Also die Klasse enthält zwei Objekte und diese Point-Objekte benötigen einen Konstruktoraufruf. Die kann ich also nicht einfach so anlegen, sondern die haben keinen Standardkonstruktor, sondern einen individuellen und den muss ich dann entsprechend aufrufen. Und die Klasse Rectangle enthält einen konstanten Datenmember. Und hier oben haben wir so einen einfachen Aufzählungstyp, aber den kennen wir ja schon aus C. Dann schauen wir uns mal die CPP-Datei an. Und was die CPP-Datei macht, ist, die definiert zunächst einmal diese drei Konstruktoren. Wir haben also Rectangle Color. Hier sind übrigens nochmal der Hinweis, keine Default-Parameter mehr angegeben. Das macht man tatsächlich nur in der Header-Datei. Und jetzt haben wir hier eine Initialisierungsliste, Doppelpunkt, mColor und dann das Attribut, was wir setzen wollen. Das ist konstant und deswegen muss es in der Initialisierungsliste gesetzt werden. Ich kann das nicht hier unten im Konstruktorrumpf machen. Und dann haben wir hier auch noch zwei Objekte drin in der Klasse Rectangle, die einen Konstruktoraufruf benötigen und auch diesen Konstruktoraufruf mit den Werten 00, 00 mache ich dann in der Initialisierungsliste. Und die anderen Konstruktoren sind analog. Wir sehen also, bei keinem dieser drei Konstruktoren steht irgendwas im Rumpf. Die gesamte Initialisierung erfolgt über die Initialisierungsliste und das ist eigentlich auch der präferierte Weg. Es ist aber insbesondere der Pflichtweg, wenn ich auf ein, wenn ich einen konstantes Datenmember setzen möchte oder wenn ich individuelle Konstruktoren von Objekten aufrufen muss. Das geht nur in den Initialisierungslisten. Ja. Hier ist allerdings der Unterschied, den muss man sehen, hier oben wird ein Konstruktor aufgerufen und hier unten in der zweiten Variante werden die Werte einfach gesetzt. Wird also MPT1 auf PT1 gesetzt. Hier unten wiederum habe ich einen Konstruktoraufruf. Okay, auch dazu sollten wir eine kleine Coding-Session machen zum Thema Initialisierungslisten. Also wir haben ja hier unsere Vector3D-Klasse, dann definieren wir doch vielleicht mal einen Konstruktor mit drei Werten, x, y und z, so. Und den implementieren wir hier in der Vektorklasse, so. Ja, und standardmäßig kann ich jetzt einfach diese Werte setzen. Das ist die eine Möglichkeit, das zu tun. Das würde aber nicht klappen, wenn ich sagen würde, die wären, dann nehmen wir mal an, wir machen uns noch so einen weiteren Wert, den nennen wir einfach mal, mTemp und setzen den auf const. Ja. Jetzt gucken wir mal. Diesen Wert müssen wir auch setzen. Wir brauchen einen initialen Wert, der ist aber konstant. Und wenn ich das jetzt versuche, kriege ich hier Ärger. Ja. Denn mTemp ist eine Konstante, das kann ich nicht im Rumpf des Konstruktors setzen, sondern das muss in einer Initialisierungsliste entsprechend passieren. Das mache ich jetzt auch mal. So. Es geht nicht anders. Ja? Also konstante Klassen
Attribute müssen immer in der Initialisierungsliste gesetzt werden. Und gleichzeitig kann ich auch diese anderen Werte mx, my und mz über eine Initialisierungsliste setzen und spare mir dann den Kram hier unten. Wie gesagt, Pflicht ist es bei konstanten Attributen oder wenn ich jetzt eine weitere Klasse mit einem Nicht-Standard-Konstruktor habe, das können wir auch gerade mal demonstrieren. Wir nennen das Ding jetzt einfach mal, was könnte ein Vektor haben? Ja, wir nehmen mal eine Klasse vielleicht, Description oder so. Ist eigentlich egal, wie wir die nennen. Es geht jetzt auch wirklich nur zur Demonstration. Nehmen wir mal ein Description, hätte so zwei Werte, x und y. X, y, so zwei entsprechende Member-Variablen. So, und x und y. Und ein Konstruktor, der nicht Standard ist, das heißt, er hat eine Parameterliste. Und jetzt würden wir in diesem Description-Objekt jetzt die Werte setzen. Ja? Also das dient jetzt wirklich nur der Demonstration. Okay, also zusätzlich zu den anderen Attributen hätte jetzt so ein Vektor3D noch so ein Description-Objekt. mDescription, so. Das müssen wir natürlich auch noch einbinden, also die entsprechende Header-Datei. Description.h. So, und wenn man das jetzt baut, dann wird uns der Compiler melden, naja, das geht aber nicht. Der Konstruktor muss diesen, von Vektor3D muss diesen Konstruktor explizit aufrufen von diesem mDescription-Feld und das geht auch nur in einer Initialisierungsliste. Ja, und dann funktioniert das Ganze wieder. Also das muss man sich merken. Zunächst einmal liefern die Initialisierungslisten möglicherweise, also in gewisser Weise eine bessere Lesbarkeit, aber vor allem sind die Pflicht, wenn ich ein konstantes Attribut initialisieren möchte oder wenn ich ein Objektattribut initialisieren möchte, das einen Nicht-Standard-Konstruktor aufruft, benötigt. Oder weil ich einfach sage, ich möchte einen anderen Konstruktor aufrufen als den Standardkonstruktor. Okay, und dazu machen wir noch eine Übung. Gegeben ist die folgende Klassendefinition. Implementieren Sie die Konstruktoren. Und die Konstruktoren sehen so aus. Es geht also um eine Kreisklasse, um Circle. Die hat ein Center, also ein Zentrum, und einen Radius für den Kreis um dieses Zentrum und Sie sollen jetzt entsprechend diese beiden Circle-Konstruktoren implementieren. Der eine bekommt eine Thickness, kann entweder dünn oder dick sein und der zweite Konstruktor bekommt ein Center als x- und y-Koordinate, ein Radius und auch wieder eine ja, Strichdicke in unserer Richtung. Okay, stoppen Sie mal das Video und versuchen Sie mal diese Klasse zu implementieren. Okay, wir machen das jetzt auch mal. Also wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen aufräumen. Wir haben jetzt einiges hier in diesem Projekt drinstehen. Die Description kommt mal weg. Die Vektorklasse kommt weg. Genauso wie die genau, die anderen Source-Dateien. So, fangen wir mal von vorne an. Okay, so. Die sind jetzt zumindest mal nicht mehr Teil des Projekts. Kann ich hier auch noch zumachen. Okay, wir legen jetzt erstmal eine Klasse an für den Punkt, Point. Und eine Punktklasse hat zwei Attribute, mx und my. Was man jetzt übrigens im Cube Creator ganz schön machen kann, ich kann da rechts klicken und mir die Getter- und Setter-Funktion davon direkt anlegen lassen. So. Und ich lege mir hier noch einen Konstruktor an. Der kriegt jetzt x und y als Parameter übergeben und weil er so trivial ist, deklariere ich den hier entsprechend als Inline-Methode, Inline-Funktion und den Kram
schmeiße ich raus. Den Standardkonstruktor. Okay, also wir haben jetzt eine Klasse Point, die mal gucken, was hier das Problem ist. Symbol not found. Ausgabe anzeigen. Den Hauptprogramm hat er nicht gefunden. Ja, im Hauptprogramm gibt es ein paar. Gibt's noch die alten Sachen. So. Okay, und jetzt kompiliert das Ganze. Und wir bauen jetzt mal diese Klasse aus der Aufgabe ein, nämlich Circle. Wird also jetzt hinzugefügt. Und die bindet auch den Punkt ein. Den braucht sie natürlich. Point.h. Und jetzt pasten wir mal den Code. Okay, also wir haben hier diese Attribute. Thickness ist const. Das weist schon darauf hin, dass wir das Ganze über die Initialisierungsliste implementieren müssen. Und dann haben wir hier so ein paar Getter und Setter. Aber jetzt geht es ja wirklich darum, diese beiden Konstruktoren zu implementieren. Und das machen wir jetzt mal. Also Circle, Doppelpunkt Circle. Na, so. Das werden also unsere Konstruktoren. Und die Standardparameter fliegen hier natürlich raus. So. Ja, und jetzt gucken wir mal. Also Thickness, Member Thickness ist konstant. Das müssen wir auf jeden Fall über eine Initialisierungsliste initialisieren. Dann haben wir hier mCenter. Das ist ein Point-Objekt, das hat zwei Parameter im Konstruktor, das müssen wir auch über die Initialisierungsliste initialisieren. Ja, und dann haben wir noch den Radius, den können wir dann gleich mitnehmen. Ja, das heißt, was machen wir? Wir setzen hier mThickness, auf das, was hier übergeben wurde. Dann setzen wir noch den mCenter, ist das, da rufen wir mal einen Konstruktor mit 0,0 auf, denn dieser Konstruktor gibt uns ja keine Werte. Und mRadius setzen wir auf 0. mRadius ist das Einzige, was wir auch hier anders initialisieren können. Ne? Also indem wir eine Variablenzuweisung in den Konstruktor rumschreiben. Okay, zweiter Konstruktor, da wird für x, für das Center ein Wert übergeben. Wir haben hier noch einen Radius und zusätzlich noch die Thickness. Auch alles über Initialisierungslisten. Und jetzt bauen wir das Ganze mal. Und das Ganze hat gebaut, das hat also funktioniert. Ich kann also jetzt tatsächlich hier im Hauptprogramm mir den Circle einbinden und in irgendwelcher Form auch immer mir Kreise anlegen. Ich habe zwei Konstruktoren hier. Ich möchte das mal finden. Und habe dann hier ein entsprechendes Kreisobjekt erzeugt. Okay, Konstruktoren können sich auch gegenseitig aufrufen. Ja, das hat man zum Beispiel mal in diesem Fall. Das mache ich auch über die Initialisierungsliste. Dann schreibe ich den anderen Konstruktor meiner eigenen Klasse, die ich gerne aufrufen würde, einfach mit einem Doppelpunkt dahinter. Also wir haben also hier so einen Standardkonstruktor definiert für Circle. Der kriegt dann hier drei Nullen und also der setzt xy-Radius mal auf 0 und ruft entsprechend hier bei Doppelpunkt Circle den eigenen Konstruktor auf. Ja, das hat man relativ oft, dass man einen Konstruktor hat, der alles setzt und die Standardkonstruktor Konstruktoren nutzen dann diese spezialisierten Konstruktoren. Ist übrigens nicht, ist ein anderes Beispiel hier, ne? Position Shape hatten wir jetzt nicht in dieser Übung. Es gibt eine Besonderheit, die ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, nämlich die Instanzierung von Objekt-Arrays. Ja? Ich kann ja ein Array von primitiven Datentypen haben, ich kann aber auch ein Array von Objekten haben. Ne? Und ich kann Arrays von Objekten nur instanzieren, wenn alle Objekte einen Standardkonstruktor besitzen, also ohne Parameter, oder jedes Objekt direkt initialisiert wird. Ja? Hier haben wir so einen Fall. Wir haben also hier ein Array Points, das besteht aus 10 Punkten, und wenn ich in diese Zeile hier ausgeführt habe, werden also wirklich 10 Punktobjekte angelegt und jedes Mal der Standardkonstruktor aufgerufen. Ja, das ist also im Grunde ein implizites, zehnmaliges Aufrufen des Konstruktors, der keine Parameter besitzt. Vielleicht gibt es den aber nicht, dann kann ich das so in dieser Form gar nicht aufrufen, sondern dann muss ich tatsächlich sagen, Point P3 und in geschweiften Klammern dann die einzelnen Konstruktoraufrufe tätigen. Ja, auch das üben wir einfach mal anhand von unseren Circles. Also ich mache mir mal Circle Array und das soll drei Elemente enthalten.
Und jetzt rufe ich tatsächlich dreimal den Standardkonstruktor auf. Vielleicht machen wir das mal gerade einfach zu Demonstrationszwecken. Ich hole mir hier die IOStream und sage mir Circle. Ah ja, übrigens ist das nicht der Standardkonstruktor, sondern das ist der Konstruktor mit Thickness. Da wurde allerdings ein Default-Parameter vorgegeben. Und deswegen geht das auch mit als Standardkonstruktor durch. Also machen wir das mal. Das ist der eine Konstruktor und das ist der andere. Center X, Mann. Radius. So. Also wir führen das Ganze mal aus. Und sehen dann, hier oben wurde einmal dieser Konstruktor aufgerufen und dann wurde dreimal dieser Standardkonstruktor aufgerufen. Ja, das heißt, wenn ich einfach ein Objekt-Array initialisiere, dann ruft er die Standardkonstruktoren auf, sofern es sie gibt. Ja, jetzt können wir das mal ändern und sagen, naja, dieser Parameter ist nicht, ist kein Default-Parameter. Und dann ist also wirklich ein Konstruktor mit definitiv einem Parameter. Dann kommen wir hier in eine Situation, das müssen wir gerade mal prüfen, in der entsprechend kein Konstruktor aufgerufen wird. Ja, Moment, das hat er doch gemacht. Wann hat er das gemacht? Circle Thickness. Ja, das kommt für mich jetzt überraschend. Hier bauen wir das Ding nochmal komplett neu. Alles neu erstellen. Ja, genau. Manchmal muss man einfach das Projekt auch einfach neu bauen. Jetzt sagt er aber hier bei diesem Aufruf Circle Array 3, dafür findet er keinen Konstruktor. Ja, der will ja den Standardkonstruktor aufrufen, da findet er aber keinen Kandidaten, denn jetzt gibt es nur noch diese beiden und beide benötigen mindestens einen Parameter. Und um das zu initialisieren, muss ich jetzt tatsächlich hingehen und Konstruktoren explizit aufrufen. Ja. Gerade gucken, ist das andere Ding? Bolt hieß es nochmal. Bolt. Und dann hier vielleicht nochmal einen anderen dritten Konstruktor. Okay, und wenn ich mir das jetzt angucke, dann sehe ich auch wieder, welche Konstruktoren entsprechend aufgerufen worden sind. Okay, eine Sache können wir gerade noch ausprobieren. Lassen wir mal zu, dass das wieder einen Default-Parameter hat, also dieser Aufruf hier oben und es einen Standardkonstruktor gibt. Wenn wir jetzt hier einen von weglassen, also zum Beispiel den dritten, dann werden tatsächlich nur die ersten beiden initialisiert und für den dritten wird dann wieder dieser Standardkonstruktor aufgerufen. Okay, also was muss ich mir merken? Wenn ich Objekt-Arrays initialisiere, dann muss es entweder einen Standardkonstruktor geben oder ich muss explizite Konstruktoraufrufe für jedes einzelne Element tätigen. Kommen wir zu einer Besonderheit von C++, nämlich zu den Destruktoren. Und die Destruktoren sind das Gegenstück zu den Konstruktoren und dienen zum Aufräumen eines Objekts. Die Syntax sieht aus wie bei einem Standardkonstruktor, nur dass eine Tilde davor kommt. Ja, also Schlange, wenn man so will, und es gibt eben keine Parameter. Und der Sinn ist eben Speicher freigeben, also insbesondere Delete aufrufen, wenn man vorher im Konstruktor New aufgerufen hat, und möglicherweise Ressourcen schließen. Das kann eine Datei sein, aber auch eine Netzwerkverbindung. Ein Destruktor wird aufgerufen, wenn ein Objekt vernichtet wird, nämlich durch Löschen vom Stack, also wenn ich es eben lokal deklariert habe und der Block ist zu Ende, oder wenn es gelöscht wird, also durch Aufruf von Delete. Ja. Ganz wichtig, und das ist jetzt auch der Grund, warum wir in C++ mit New und Delete arbeiten und nicht mit den C-Funktionen malloc und free. Die C-Funktion free ruft eben keinen Destruktor auf und deswegen sollte man die auch nicht benutzen. Im Vergleich zu Java, in Java gibt es einfach keine Destruktoren. Ja, es gibt eine automatische Speicherverwaltung, die Garbage Collection und es gibt da letztendlich einfach keine Notwendigkeit, Destruktoren einzusetzen. Okay, schauen wir uns hier auch mal ein Beispiel an. Das ist also eine Klasse, die heißt Dynamic Circle. Das ist also ein Kreis, bei dem der zentrale Punkt dynamisch allokiert wird.
Und deswegen ist das ein entsprechender Zeiger. Und wir sehen, das Ganze sieht aus wie eine ganz normale Klasse mit einem Unterschied. Wir haben also hier jetzt zusätzlich noch den Destructor da drin. Und dann haben wir noch einen Getter für den Center, der dereferenziert das Objekt, bevor es gesetzt wird oder zurückgegeben wird, und einen Getter und einen Setter für den Radius. Okay, also das ist der Destructor, und hier links ist wichtig, neben dem Klassennamen finden wir dann eben diese Tilde. Okay, so sieht das Ganze aus. Das hier oben ist der Konstruktor, der setzt also die verschiedenen Werte. Der bekommt einen Center-Wert x und y und einen Radius. Der Radius wird über die Initialisierungsliste gesetzt. Und was wir jetzt eben mal anders machen, ist, der Center wird hier dynamisch allokiert. Ja, also der zentrale Punkt ist ein Punkt auf dem Heap, der wird mit Center x und Center y dann wird der so ein Point-Konstruktor aufgerufen, und der wird halt dynamisch allokiert. Das heißt, wir haben hier am Ende einen Zeiger bekommen. Und wenn wir das tun, müssen wir immer sicherstellen, wenn ich in einem Konstruktor new benutze, sollte ich in einem Destructor auch ein delete benutzen. Das heißt, hier wird dann entsprechend bei der Vernichtung des Objekts wieder dieser dynamisch allokierte Speicher freigegeben. Und jetzt schauen wir uns mal dazu entsprechend ein Hauptprogramm an. Wir haben also hier verschiedene Dynamic Circles definiert. P1 außerhalb, P2 in so einem Block, den wir eingefügt haben. Und hier nochmal zweimal dynamisch, P3 dynamisch allokiert, P4 dynamisch allokiert. Und hier wird nur P3 freigegeben, nicht P4. Ja. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann werden wir sehen, diese ganzen Konstruktoren werden aufgerufen. Dann wird P3 gelöscht, weil Delete aufgerufen wird direkt danach. Anschließend wird P2 gelöscht, weil dieser Block hier endet und das Objekt, das vom Stack geworfen wird. Und bei Ende des Hauptprogramms wird dann P1 gelöscht. Ja. Das heißt, dieses Delete ruft den Konstruktor von P3 auf, der Destruktor von P2 wird am Ende des Blocks aufgerufen und der Destruktor von P1 am Ende des Blocks von Main. Aber was wir hier natürlich haben, ist ein Memory Leak, denn P4 wurde allokiert, aber nicht gelöscht. Es gab kein explizites Delete von P4. Und damit wird der Destructor davon auch nicht aufgerufen. Das heißt, weder das Dynamic Circle Objekt P4 wird gelöscht, noch der darin enthaltene zentrale Punkt. Deswegen ist es immer wichtig, wer New sagt, muss auch Delete sagen. Wenn Sie einen Konstruktor aufrufen, müssen Sie immer sicherstellen, dass der Destructor aufgerufen wird. Beim Stack erfolgt das wie immer automatisch, beim Heap, also wenn Sie mit New und Delete arbeiten, eben nicht. Ja? Beim Umgang mit Objekten gibt es noch den sogenannten List-Zeiger. List zeigt auf das Objekt, in dem man sich befindet, und das ist insbesondere hilfreich, um zwischen Datenmembern und lokalen Variablen zu differenzieren, wobei man versucht, Namenskonflikte bei C++ durch Notation zu vermeiden, indem man beispielsweise Member-Variablen so ein M-Präfix gibt. Aber schauen wir uns das mal an. Hier haben wir tatsächlich mal so eine Person, die bekommt so einen Konstruktor Namen übergeben und ein Alter. Und das sind auch entsprechende private Attribute. Und jetzt gucken wir uns den dazugehörigen Konstruktor an. Der bekommt ebenfalls einen Namen übergeben. Das ist dann eine lokale Variable. Und um jetzt hier zu differenzieren zwischen den Attributen und den Parametern, schreiben wir hier entsprechend this vor. Das ist ein Zeiger, deswegen kommt hier ein entsprechender Pfeil hin. Ja, das muss man noch beachten. Das ist so ein beliebter Fehler, dass man this Punkt schreibt. Und das gibt es in Java auch. Es gibt die this-Referenz, aber die arbeitet eben mit einem Punkt und nicht mit einem Pfeil, weil es in Java auch letztendlich keine Zeiger gibt. Und jetzt kommt nochmal ein Konzept, was wir tatsächlich auch aus Java kennen, nämlich die statischen Member. Statische Member gehören zur Klasse und nicht zu Objekten, sind also an Klassen, nicht an Objekte gebunden. Die existieren somit implizit für alle Instanzen der Klasse ein einziges Mal und gemeinsam, ja, und können auch ohne eine einzige Instanz genutzt werden. Ich kann also auf eine statische Methode einer Klasse zugreifen, ohne ein Objekt anzulegen, genauso wie ich auf ein statisches Attribut zugreifen kann, ohne ein Objekt anzulegen.
Und die Umsetzung erfolgt über das Static-Schlüsselwort. Und diese Datenmember, wenn ich also ein statisches Datenmember habe, werden die in der Source-Datei initialisiert, und zwar außerhalb der Klassendefinition. Und der Zugriff auf statische Member erfolgt dann über das über den Doppelpunkt-Doppelpunkt-Operator. Und im Vergleich zu Java kann man sagen, es gibt genau das gleiche Prinzip auch in Java, also statische Methoden und statische Attribute. Werfen wir auch hier mal einen Blick auf ein Beispiel. Wir haben also hier so eine Klasse, die heißt jetzt mal SomeClass. Die hat ein statisches Attribut und eine statische Methode, also statisches Datenmember, statisches Funktionsmember. Und genau, jetzt gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Wenn wir so ein statisches Attribut haben, muss das einmal gesetzt sein. Das können wir natürlich nicht im Konstruktor machen, weil ein Konstruktor Instanzen anlegt. Deswegen macht man das hier außerhalb. In der CPP-Datei setzt man einmalig diesen Wert auf einen bestimmten statischen Wert. Und damit wird er initialisiert. Und hier haben wir eine statische Methode, ja, SomeClass printTheVariable. Die wird im Grunde genauso implementiert wie jede andere Methode auch. Nur weil die statisch ist, also nicht an eine Instanz gebunden, hat die auch keinen Zugriff auf Instanzvariablen, ja, aber eben auf statische Member. Also hier nochmal ein Hauptprogramm, was dazu gehört. Wir legen hier zwei Objekte an, SumObject1, SumObject2, setzen diese statische Variable und lassen die uns jeweils, jeweils ausgeben. Dann werden wir feststellen, die Ausgabe hier ist, obwohl wir das jetzt hier für unterschiedliche Objekte gesetzt haben, wurde hier ein und dieselbe Variable verändert. Das heißt, hier wird jeweils 15 ausgegeben. Ja. Genauso in diesem zweiten Fall, da wird die Variable jetzt für die Klasse auf 100 gesetzt und dann ist die ebenfalls für beide Objekte auf 100 gesetzt. Es ist einfach so, dass statische Attribute eben nicht zur Instanzen gehören, sondern zur Klasse. Ja. Und beide Zuweisungen, die wir oben sehen, ändern die Klassenvariable. Das ist übrigens schlechter Stil, es ist wesentlich besser, da die Klasse anzugeben mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, denn dann dieser Code, den wir da oben sehen, der suggeriert so ein bisschen, dass es sich dabei um Instanzen handelt, aber das ist nicht der Fall. Es sind tatsächlich statische Klassenmember und deswegen sollte man da auch mit Doppelpunkt, Doppelpunkt arbeiten, wie wir das auch hier unten sehen. Ja, das also unten, das ist die bessere Art, da haben wir den Zugriff über den Doppelpunkt-Doppelpunkt-Operator. Genau, und unten wird dann so ein statischer Funktionsmember aufgerufen, da brauche ich auch, wie gesagt, keine Instanz. Ich brauche also dieses bei diesem ganzen Beispiel eigentlich keine Objekte, kein SumObject1 oder SumObject2, denn es handelt sich um statische Member und die sind nur an die Klasse gebunden. Okay, ganz zum Schluss noch ein paar Tipps, gerade wenn Sie mit dem Qt Creator arbeiten. Es gibt im Kontextmenü, können Sie über das habe ich auch ein paar Mal schon gemacht, über den Menüpunkt hinzufügen, eine neue C++-Klasse hinzufügen und die erzeugt dann schon eine Header- und CPP-Datei mit einem groben Rumpf. Ja, dann spart man sich so ein bisschen Schreibarbeit. Und auch das habe ich eben schon demonstriert, es gibt ein Refactoring Menü. Sie können also auf eine Variable klicken oder auf ein Attribut in der Klasse, Rechtsklick und dann auf Refactoring und dann können Sie sich Getter und Setter entsprechend automatisch erzeugen oder wenn Sie wollen Dinge umbenennen, sodass Sie im ganzen Projekt umbenannt werden. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, den Code zu formatieren, damit alles ordentlich aussieht, wenn Sie mal vielleicht unsaubere Einrückungen gemacht haben, einfach alles markieren und Ctrl-I drücken, dann wird der Code entsprechend neu formatiert. Super, und das war das Video über die Elemente einer Klasse in C++.